einen Beitrag zum Infektionsgeschehen macht. Dementsprechend würde ich mir Ehrlichkeit wünschen zu dem ganzen Thema, weil offensichtlich mag man uns nicht. Aus irgendeinem Grund stören wir, so wie es ausschaut, aber um die Gesundheit kann es nicht gehen, weil sonst müssten wir öffnen. Wir haben von jetzt ziemlich genau ein Jahr quasi, sind wir offen, und von einem Jahr waren wir 7 Monate geschlossen, also 5 Monate im Betrieb. Bis zum Ende vom, also bis kurz vom zweiten Lockdown waren es über 200 Menschen, die bei uns trainiert haben regelmäßig. Ja, und seitdem stehen wir halt. Ne? Die Wahrheit ist, Fitness bringt weniger Kapital wie Pharma, glaube ich. Oder wie, keine Ahnung, was der Grund ist. Ich kann es nicht erklären. Es ist ja so, mit 500 Millionen Jahresumsatz in der gesamten Branche sind wir halt verzichtbar. Gesamtwirtschaftlich gesehen vom Bruttoinlandsprodukt, so sehe ich das einmal. Und das ist wahrscheinlich der Grund. Und ja, ich weiß nicht, warum man die Fitnessstudios ausgrenzt. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, weil es keinen logischen Grund dafür gibt. Unsere Branchenvertreter sind sehr aktiv in die Richtung. Ich kann da ehrlich gesagt zu wenig Einblick nehmen. Was ich in Kontakt bin mit der Wirtschaftskammer, sind die sehr dahinter, da was zu machen. Für mich als Betreiber offensichtlich passiert sehr wenig, weil wir sind in der medialen Diskussion nicht mehr vorhanden. Ja, es gibt uns quasi nicht. Und das, also, es ärgert mich wirklich. Ja. Ich behaupte, oder ich bin mir sicher, die gesamte Fitnessbranche war in Bezug auf Hygiene und Sicherheit vor der Corona-Krise schon besser aufgestellt. In den meisten Fitnessstudios gibt es Zutrittssysteme. Das heißt, man muss sich einchecken, wenn man ins Studio geht, man checkt sich aus. Wir wissen, wie lange die Leute, also wann sie hier waren, wie lange sie hier waren, mit wem sie gemeinsam hier waren. Desinfektion ist in den Fitnessstudios standardmäßig schon, also auch vor Corona. Und die Geräte sind aufgrund des Platzbedarfs und so weiter, 2 Meter Sicherheitsabstand ist auch Standard. Und dann gibt es Lüftungsvorschriften, die meines Wissens weit über denen des Handels und so weiter liegen. Und also ich glaube, dass Fitnessstudios so ziemlich der sicherste Platz sind in der Corona-Krise, wenn es um Hygienemaßnahmen geht. Und vor allem ist es ein lückenloses Contact Tracing möglich, das es sonst nirgends gibt. Ich glaube, trainieren mit Maske war so nie ein Thema und glaube nicht, dass Sinn macht. Also wir haben, ich weiß von Menschen, die mit der Maske ohne Training ein Problem haben, Lungenprobleme kriegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mit der Maske Training angenehm ist. Ja. Ich glaube, dass wir die Krise überstehen. Wichtig, wie gesagt, die versprochenen Hilfen müssen endlich fließen und das tun sie bis jetzt sehr kaum. Ja.